Die Eifel in der jüngeren Altsteinzeit. Friedlich grast das Mammut inmitten einer Gruppe Wollnashörner. Im Schatten eines Baumes hält der Säbelzahntiger sein Verdauungsschläfchen. Primitive Deutsche wetzen ihre Feuersteinspeere. Sie haben es auf das Mammut abgesehen. Doch, was ist das? Vor rund 10.000 Jahren kam es zum vorläufig letzten Vulkanausbruch in Deutschland. Asche und Geröll gingen noch in Skandinavien und Italien nieder. Es kam zu Überschwemmungen. In der Gegend um das heutige Bonn überlebte kein Tier die Katastrophe. Und auch von den primitiven Deutschen ließ sich dort in den nächsten 4.000 Jahren keiner blicken. Jeder Molitreiber hat einen Kugelschreiber, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Südfranzose hat was in der Hose, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Bauernlackel hat sein Geld im Sackel, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Bei der Nacht.